komm, Rico. Weiter geht's. Wir lassen uns hier nicht beirren. Wir sind beim Tanker, laufen in Richtung Burg. Verstanden. Auf diesem intersolaren Planeten. Granaten haben wir leider nicht. Guter Schuss. Oh ja. Ich weiß. Ich glaube, hier stürmen wir erstmal diesen Kabuff hier. Schauen mal zum Fenster rein. Oh, da sieht es aber gut drin aus. Der Warnstube. Der Messerstecher hat auch nochmal was aufs Maul bekommen. So wie es sein muss. Oh fuck, der hat eine Granate geworfen. Oh je. So. Nochmal kurz nachladen. Hallo? So, geht doch. Wir sind wieder voll mit Munition und dann kann es auch weitergehen. Oh, Kacke. Noch einen erwischt. Den habe ich erst fast zu spät gesehen. Nimm das, du Bastard. Okay. Hier oben ist alles clean. Weiter feuern hier. Ich feuer gleich mal weiter. Ich kenne auch keine Hemmungen. Egal, ob du da mit einem fetten MG stehst oder nicht. Ist gar kein MG. Hätte mich auch eigentlich gewundert, warum auf einem normalen Schreibtisch ein MG steht. Das war wohl eher nur so ein... Ja, was ist das hier? Ein PC der Zukunft. Ja, ja. Halt die Klappe. Ich komme ja schon. Diese Jugend von heute hat aber auch keine Geduld mehr. Oh, Kacke. Das könnte unser Ende sein. Was bist du denn? Oh, je. Yeah. Ich glaube, der Typ hat's faustig hinter den Ohren. Der hat aber auch Messern. Boah, das sind ja gleich drei Stück. Die kriegst du auch nicht down, diese Bastarde. Erstmal nachladen. Ich will hier Info in Deckung. Aber das geht gar nicht. Hier kommt man gar nicht richtig in Deckung. Aber die treffen. Oh, und wie die treffen. Fuck, ey. Die sehen ja aus wie Maden, ey. Die sind auch Maden, diese Schweine. Komm mir nicht so nah hier. Dann kriegst du was aufs Maul. Kriegst du was auf die Omme, mein Freund. So. Oh. Unser Kollege ist getroffen. Den beleben wir natürlich sofort wieder mit unserem Zukunftsdefibrillator. Und jetzt kriegt der hier auch nochmal was aufs Maul. So, weiter geht's. Das sieht nicht gut aus hier. Nehmen wir mal hier diese Treppe hoch. So. Der hat auch sein letztes Wort gesprochen. Okay, das ist gut. Wie kommen wir hier weiter hoch? Los, auf meine Hände. Okay. Vorsicht mit der Frisur. Den kennen wir schon, mein Freund. So. Da kommt die Evakuierung. Ich weiß nicht, inwiefern blauer Rauch auf diesem Planet so gut ist. Holt uns hier raus. Alle Raider-Einheiten in Angriffsformation. Verstanden, Kommandant. Wir folgen Ihrem Raum. Wie sieht's bei Ihnen aus? Alles im grünen Bereich, sobald diese Flachs erledigt sind. Richtig, Sepp! Unsere Chancen sind nicht gut bei so wenigen Intrudern. Was? Stell dich mal nicht so an. Gesagt, wenn wir Narvel retten wollen, müssen wir diese Flachs ausschalten. Oh yeah. Nein, nein, sie sind verrückt! Damit können sie nicht fliegen, das wäre Selbstmord. Rico, hören Sie. Ich fliege tief, unter Ihrem Feuer. Ich erledige Sie mit ein paar Sprengsätzen. Oh Gott. Also gut, aber Sie sind verrückt. Von mir aus, aber ich erledige sie trotzdem. Wir werden ihn folgen. Leute, schaffen wir das oder schaffen wir das? Ich bin dafür, dass wir das schaffen. So. Funktioniert dieses Scheißding hier eigentlich? So wird es wohl irgendwie funktionieren. L1 drücken und halten, um Jetpack zu benutzen. So, für Temposchub in der Luft X drücken. Oh. Da bin ich auch mal direkt im Wasser gelandet.
Der singt aber auch, ne? Stelle ich mich jetzt nur gerade extrem doof an oder stelle ich mich gerade nur extrem doof an? So weit können wir mit dem Ding gar nicht fliegen. Okay. Ich dachte, mit dem Ding kann man nun endlich weit fliegen. So, jetzt müssen wir erstmal sehen, wie wir hier weiterkommen. Okay, weiter geht's. Jetzt geht's hier oben hoch. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Was haben wir denn hier? Ich glaube, hier ist noch nicht so viel. Ah, ich glaube, ich habe langsam R1 drücken, um auf Holzbalken zu schießen. Was für Holzbalken sind denn wohl gemeint? Verstehe ich jetzt nicht ganz. So, ja, komm. Das ist doch wohl mehr als offensichtlich. So, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Klein. Oh. Ich glaube, damit kommt die PlayStation nicht immer so ganz klar. So, jetzt sind wir hier schon mal auf diesem Vorsprung. Wir müssen jetzt hier oben hoch. Aber wie schaffen wir das am besten? Ausgerechnet hier ist natürlich Zaun. So. Nichts ist unmöglich. So. Ein Sprengsatz und das Geschütz ist erledigt. Okay. Dann müssen wir das Geschütz nur noch finden. Flank oder Flak mit Sprengsatz ausschalten. Wir gucken uns erstmal nochmal unsere Ziele an. Kapitel Eisiger Angriff. Nach. Das haben wir noch gesehen. Ja, das kennen wir doch schon. Machen wir mal weiter. Ja, komm hier. Das Maul. Oh Gott. Ich krieg gerade ganz schön was auf die Fresse. Alter, Alter, Alter. Erstmal hier. Ja, ist aber echt schwer, hier einen Weg nach oben zu finden. Aber ich muss hier erstmal mich durchsetzen, weil das Ding ist nicht leicht zu steuern. Auch wenn es verdammt leicht aussieht. Aber das ist nicht der Fall. Oh fuck, wir kriegen hier gerade aus allen Himmelsrichtungen was auf die Fresse. Oh je, oh je. Können wir hier auch eine Leitern hochgehen? Natürlich. Ich meine, wir könnten ja auch fliegen. Ja. Hier vorne geht's hoch. Aber man muss ja auch mal was für seinen Körper tun. Und nicht immer nur einen ganzen Tag fliegen, ne? Sagt man sich ja auch sonst so. Oh, juhu. Das geht aber ganz schön ab hier. Erstmal nochmal kurz zurück. Oh Gott, ey. Da sind wir ja schon wieder fast im Arsch hier. Aber jetzt nicht wörtlich verstehen. So. Die können mich ganz schön reinhauen, die Leute. Es sind hier schon wieder welche nachgespawnt. Das heißt, wir müssen hier mal unseren Arsch bewegen. Ah, haben wir schon wieder ein Wort mit Arsch gefunden, ne? Ist aber auch überall mit verwenden. Da fliegt mein neues Lieblingswort. Nach Chewbacca. So. Wo haben wir denn die Flak? Hä? Hört sich an, als ob das aus dieser Richtung hier kommt. Ah, da oben. Da können wir jetzt noch nichts ausrichten. Wir müssen erstmal hier entlang. Hier geht's rein. Ach. Hier waren wir ja schon drin, ha? So, jetzt gibt's hier nochmal. So war das, glaube ich. Okay. Das war's, Raiders. Ausweichen, ausweichen. So, und jetzt gibt's nochmal schön Kaboom. Oh yeah.
Gute Nacht, Flak, und alles, was damit zu tun hatte. Sehr gut, ich nehme alles zurück. Nächste ist anders. Ja, das will ich das mal hoffen. Ich auch schon gedacht. Sieh mal an, über diese Eisberge führt eine Route. Hören Sie, ich werde mich dort ein bisschen umsehen. Wir sehen uns dort, okay? Alle Raiders zu mir. Bis gleich, Rico. Aber weiterhin bleiben wir in unserem komischen Jetpack der Zukunft. Okay, mit Anlauf. So. Mal gucken, von wo wir am besten aus fliegen können. So, das hätten wir geschafft. Hier sind wir schon mal. Und jetzt geht's hier weiter. So. Das wäre doch ein Witz, wenn wir das nicht schaffen würden. Okay. Komm her, mein Freund. Du bist ja hier. So. Gute Nacht. So. Du kriegst hier auch noch was aufs Maul. Sonst noch wer? Ja, yeah, zwei Leute noch. Alter. Ich würde auch mal gerne so viel aushalten wie die. Scheiße, MG ist überhitzt. MG ist überhitzt. So. Aber wenigstens explodieren die auch noch fein. So, da hinten hat er auch noch wer geschossen. Oder vertue ich mich da? Nein. Da vertue ich mich nicht. So. Ah, scheiße, 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 von wo? Ja, super, ey. Ich sehe da gar nichts, ey. Brauchst du Stunden, bis du dich umdrehst? Mindestens Stunden. So, nochmal von vorne. Aber diesmal dann auch richtig, ne? Okay. Alter, Klima aushalten, ne? So. Gehen aber nicht down, diese Penner. Alter, das Schiff auch noch? Ach, scheiße. Wir müssen erstmal hier... Ja. Ach, ja. So. Also, nochmal von vorne. Du kriegst nochmal was aufs Maul. Du kriegst nochmal was aufs Maul. Dann verstecke ich mich, glaube ich, diesmal lieber hier drunter. Ich glaube, das ist die sichere Taktik. Weil so können wir es nicht mit allen aufnehmen. Oh, schön, wie auch der Schnee glüht, wenn man da reinschießt. Ja, sehr realistisch auf jeden Fall. So, der ist schon mal down. Da kommt der nächste. Oh, fuck. Mann, da spawnen immer wieder neue Idioten nach. Wie kriegen wir denn dieses Schiff down? Ich glaube, da... spawnen immer wieder neue Idioten nach. Hellgas-Idioten. Für Auftragsziel Richtung anzeigen. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir dahin müssen. So, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Vielleicht können wir mal hier hinter verschanzen oder so. So, ich glaube, das war's mit ihm. Oh je, oh je, oh je. Munition braucht man nicht, weil es unendlich. Hier kommen wir dann wieder raus. So, stirb! Ihr Penner! Ja, ist erstaunlicherweise gleich geblieben, das Auftragsziel. Keine Ahnung. Ich frag mich, wo wir jetzt lang müssen. Auf die Bohrinsel, wie kommen wir denn da drauf? Eine gute Frage, ne? Aber wer schießt denn dann noch? Ah, da vorne steht wieder eine Flak. Vielleicht jetzt nochmal da drauf drücken. Da müssen wir hin. Ah, okay. Ja, und jetzt? Ja, was? Hä? Ich bin da hingeflogen? Ja, super! Ja, super! Dankeschön, Killzone, dass du mich so schön verarscht. Das ist ja echt klasse gemacht. Was soll ich denn da machen?
Ich verstehe ich nicht. Ach, erschießen soll ich das Ding. Ja, sag das doch gleich. So. Und jetzt? Wahrscheinlich drauf fliegen. Das kann ich mir noch so denken. Nutzen wir das auch mal.